Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu dem ersten Let's Play nach meinem, ich sag mal, zu meinem Comeback. Und ja, ich habe ja schon wie im Intro-Info-Video, ich sag's mal Intro-Vorstellung, habe ich ja schon Terraria gesagt, dass wir sozusagen, also dass ich das als Anfang mache. Ihr könnt mir weiterhin auch, wie schon auch gesagt, ihr könnt mir da gerne sagen, spiel das oder spiel das. Ich gucke mir die Spiele an und wenn sie mir gefallen, mache ich auch dazu ein Video. Aber ich sag zu keinem Spiel nein, außer das ist jetzt hier ein Unicorn 3000 DX bla bla bla. Da schaue ich dann doch dreimal lieber nach, ob ich das spielen sollte. Naja, aber wie gesagt, wir wollen ja heute Terraria spielen. Und ja, ich habe schon mal die Charakter, also den Charakter sozusagen hergestellt. Also wie ihr sehen könnt, ich habe hier schon ein bisschen gespielt und ja, das ist mein Hauptschar. Das ist unser Alter, den müsstet ihr noch kennen. Tja, das sind halt noch drei weitere. Aber den müsstet ihr noch kennen. Wir könnten später mal auf unserer alten Welt mal gucken, was wir da noch so hatten. Vielleicht, je nachdem, wie weit wir sind, vielleicht holen wir ein, zwei Sachen rüber. Zum Bauen zum Beispiel oder. Und ja, wir haben hier die Charakterfigur, die wir eigentlich machen, ist eigentlich vollkommen egal, weil wir sind immer eh verkleidet. Also haben wir den und ja, seht schon, ich habe hier viel. Was das hier ist, weiß ich nicht. Also ich traue mir das auch nicht zu löschen, weil hier auch noch Welt steht. Und Probewelt ist jetzt meine Hauptwelt. Da weiß ich noch nicht. Und ja. Wie ihr seht, das ist Comeback, das wird die Map sein. Wir haben hier gerade den 4. Dezember. Also, ja, ich nehme am 4. Dezember auf. Also, ja, ich habe irgendwie keinen Adventskalender dieses Jahr. Ich weiß auch nicht warum. Aber gut. Wir machen eine kleine Welt. Wir hatten ja. Da. Nee. Das war eine Medium-Welt. Nee. Bin ich jetzt da? Wir hatten ja eine große Welt gemacht und ich dachte mir, wir machen eine Medium-Welt, so dass ich halt euch den Großteil auch zeigen kann. Klar, das Update 1.3, das was hier unten steht, das ist schon seit einem halben Jahr draußen. Aber ich habe mir doch gedacht, es gibt wenig, die Terraria kennen. Das habe ich auch immer mehr gemerkt und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir auch gleich im Expert-Mode an, so dass ich euch auch alles zeigen kann, wie es funktioniert. Also ich starte jetzt zum allerersten Mal die... What is that? Wartet mal. So, da bin ich auch wieder und... Ja, ich muss das wahrscheinlich mit der Aufnahme ein bisschen ändern. Einen Augenblick. Was macht man das? Controls, Map, General, Scheiße. Ich komme gerade gar nicht klar. Lass mich in Ruhe. Multicore Lightning, nein. Wo war denn das? Ach ja. Color, Light. Wir wollen Color. So, ja. Also wie gesagt, ich habe die Welt jetzt gerade zum ersten Mal gestartet. Ich wusste jetzt gerade auch gar nicht, dass das so geht. Oh, dass da auch mehr zu sehen ist, das wusste ich jetzt zuerst. Und ja, wir fangen einfach mal an. Wir müssen ja sowieso erstmal Holz sammeln. Ich war auch auf dieser Welt noch gar nicht. Also ich... Ja, hey! Wir haben den ersten Erfolg. Timber. Also es ist wie in Minecraft dreimal auf Holz geklappt. Und ja, was man jetzt auch schon gesehen hat, in der 1.3 wurde halt das Achievement-System mit eingefügt, was man auch bei Steam hat. Und ja, ich sag mal so, ich habe alle Erfolge bis auf 2. Und ja, wenn man bei mir mal reinguckt, ich habe fast 1000 Stunden in Terraria investiert. Jetzt werden einige sagen, Alter, was macht der denn? Und, boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe da schon ziemlich viel investiert in das Game an Zeit und ja, ich sag mal so, also Terraria wird für mich nie langweilig, weil das ist ein Spiel für mich, wo ich sage,
Da kann man spielen, da kann man auch viel machen. Und ja, ich tue gerne forschen, ich tue gerne Monster gerne auf die Fresse hauen, auf Deutsch gesagt. Ja, das wird jetzt gerade ein bisschen. Ach, Mann. Und ihr merkt schon, die machen mehr Schaden. Jetzt muss ich aber weg. Okay, das könnte jetzt ein Weilchen dauern. Aber ihr seht, der Schleim hat also etwas in sich drin. Das sieht aus wie ein Erz. Und das ist auch eine Neuerung. Und zwar tut die Schleime sozusagen so manchmal so ein paar Tränketropfen. Da. Kopperohr. Also können wir eigentlich recht zufrieden sein. So müssten wir jetzt gerade nicht in den Untergrund. Man könnte jetzt so sagen, gut, ich tue jetzt den Anfang nur mit Schleim. Mich an den Schleim halt aufhalten. Aber das wäre, naja, nicht so optimal. So, was wichtig ist, jetzt mal ein bisschen so, was wichtig ist, wir brauchen jetzt erstmal eine Fläche, wo wir bauen können. Und ja, die tue ich mir jetzt erstmal schaffen. Und ja, mal sehen, was ich baue. Aber ich werde sozusagen ein kleines Häuschen bauen, was ein bisschen höher liegt. Also einfach ein Grund, weil dann könnten wir nämlich die Monster, die dann halt in der Nacht sind, die können uns nicht die Türen einreißen oder. Und großteils springen können die ja nur, wenn sie halt irgendwo gegenlaufen. Ja, das tue ich jetzt erstmal umgehen. Also erstmal muss ich hier ein bisschen Platz schaffen. Viele werden sich wahrscheinlich fragen, warum fange ich jetzt wieder an? Das würde ich jetzt auch, kann ich auch gleich mal genauer erklären. Und zwar habe ich sage mal, eine Zeit lang wirklich war ich kaum zu Hause. Und jetzt hier muss man ganz kurz gucken. Wir brauchen das. Wir brauchen Woodwall. Das können. Machen wir erstmal 100. Erde brauchen wir nicht. Fackeln brauchen wir unbedingt. Ja, so viel wie geht am besten. So, Woodwall, das hoch. Kann man gut gebrauchen. Die Ohr mal hier runter, das mal hier runter. So. Oh, Campfire. Campfire nehmen wir auch gleich mit rein. So. Dann werden wir mal fröhlich bauen. Ich werde das wahrscheinlich so ein bisschen über diesen Abgrund machen, weil gefällt das irgendwie mit dem Abgrund hier. Und ein Schmetterling. Und ihr wisst ganz genau, ich tue diese Kritter, beziehungsweise diese kleinen Tiere gerne töten. Oh, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Scheiße. Sagt man nicht, ich weiß, aber in dem Sinne doch. So, wollen wir weiter anfangen mit Bauen. Und zwar 1, 2, 3. Ach komm, machen wir 4. So, wir wollen ja nicht geizig sein. So, jetzt brauche ich einmal. Komme ich auch locker hoch, das ist sehr gut. Dann. Ey! Ja, da haben wir schon eine Treppe, das, was ich eigentlich nicht wollte. Und bam. Wir machen das mal ein bisschen größer, das wird unser Haupteingang. Oder? Ja, ich mache das hier jetzt erstmal Haupteingang, sodass wir halt erstmal hier überhaupt eine Fläche haben zum Arbeiten. Das heißt, das wird unser. Ich will fassen. Das wird unser Eingang. Und ja, ich werde hier jetzt erstmal eine kleine Fläche bauen, sodass wir erstmal ein Haus haben. Und das ist das, was ich jetzt nämlich meinte. Jetzt können die Monster nämlich hier unten rumlaufen. Die werden wahrscheinlich die ganze Zeit so rumlaufen. Da. Und irgendwann werden sie halt weitergehen und wir halt wieder zurückkommen. Und in der Zeit könnte man halt mit einer kleinen Range-Waffe, ich sage mal mit einem Bogen oder halt mit einer Kettenwaffe kann man das halt auch ordentlich halt, kann man die Zombies halt ein bisschen in Schach halten. So. Das Haus wird sowieso später noch schöner, dann
Ja, und was ihr gerade seht, also der Slime tut gerade ein bisschen glitzern. Und zwar glitzert der aus einem einfachen Grund. Der sammelt das Geld ein. Also alle Monster können jetzt auch das Geld einsammeln. Für die, die es noch nicht wussten. Und ja, ich weiß nicht, ob sie das wieder in 100%igen droppen. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich mach das mal jetzt ein bisschen schneller. Es geht mit der Strong-Taste. Einfach kurz gedrückt halten und dann ist dieser schnelle Modus da. Ja gut, so schnell auch wieder nicht. Also schnell schon, aber man sieht, es ist nicht gerade optimal. Also wenn man jetzt baut. So. Nee. Das ist der Nachteil daran. Damit macht man sich auch einiges kaputt. So. Haben wir erstmal das. Und dann machen wir noch einen Stuhl. Und so brauchen wir zum Beispiel keine Tür. Und haben wir schon mal extra einen kompletten... Ja, ein kleines Häuschen. Wir brauchen aber noch ein Schwert. Keen. Critical. Sehr gut. Hardful. Speedmare. Gut. Ein bisschen Holz haben wir ja noch. Und... Ich bin am überlegen, ob wir gleich runtergehen in eine Höhle, gleich mal was absammeln, aber ich bin eigentlich eher der Meinung, wir könnten erstmal oben bleiben, ein bisschen was bauen. Ich glaube, ich werde schon mal runtergehen, weil wir brauchen ja eh Stein für einen Ofen. Und ja, also das ganze Konzept hier. Den Hammer brauche ich. Genau. Ein Hammer. Hey, Stop Hammer Time. So, ist zwar slow, aber was soll's. Damit können wir natürlich das hier abbauen. Bam. So, jetzt haben wir noch einen Hammer. Eine Hobo. Ich weiß jetzt nicht, was das heißt, aber ich glaube, der Guide, ja. Der Guide wohnt jetzt bei uns. Und ja, ich gehe einfach mal jetzt runter mit den Fackeln, die wir haben. Oh, ein bisschen... Was haben wir ja? Was kommt? Und ab. Ja, also ich habe auch das Gefühl, seitdem das Update da ist, sind die Höhlen auch etwas dunkler, dass es halt mehr Schatten gibt. So. Also ist jetzt mein Gefühl, ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so trügerisch ist, aber ich habe so echt das Gefühl, dass die Höhlen auch dunkler wurden. Okay, da unten haben wir einen Tin. Oder ist das Eisen? Eisen. Wir haben hier Eisen gefunden. Gut. Eisen ist halt auch wichtig wegen Amboss. Oh, warte mal. Wenn ich das gerade sehe, kann man so machen. Wenn ich jetzt schon Lehm sehe, Lehm ist halt auch gut für Pflanzen. Tja, wie gesagt, also seitdem ich das letzte Mal Let's Played habe, habe ich mir auch wirklich viel mit dem Spiel auch nochmal weiter befasst. Und ja, es ist wirklich einiges rausgekommen, was ich noch nicht wusste. Und ja, da ist mir nämlich auch die Idee gekommen, also beziehungsweise das habe ich bei einem anderen gesehen, beim amerikanischen Let's Player. Autsch. Der halt diese Häuser halt nur so baut. Autsch, Mann. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, ja. Weil Expert-Mode ist nicht so einfach. Nee, auf jeden Fall, er hat diese Häuser halt ein bisschen also höher gebaut, sodass die Zombies halt nicht rankommen. Wir sollten, glaube ich, mal die Fliege machen. Ich dachte eigentlich, das geht hier tiefer runter. Schade. Aber das kann man eigentlich gut nutzen. Hier kann man eigentlich einen schönen Lagerraum wieder reinbauen. Ich will das halt so ein bisschen 1-2 machen, das heißt... ein bisschen in der Luft und ein bisschen hier unter der Erde. Das heißt, wir bauen uns hier halt an der Oberfläche großteils, aber wir gehen halt auch in den Untergrund. Da ist der erste Zombie, den wir schon gehört haben. Ja. Da. Ja, zwei. Erstmal alles ausrichten. Ja, das ist nicht optimal. Das wird jetzt nicht optimal werden.
Autsch. Mit Fern. Oh, sehr gut. Und. Ersten Tod und zweiten Tod. Wir sind gut. So. Ach Mensch. Ich dachte, das geht tiefer und dann hätten wir eigentlich die Nacht so gut wie überstanden eigentlich. Aber wenn wir jetzt damit rumschlagen, das ist ein bisschen suboptimal. Ich weiß nicht, hat der Knockback gehabt? Sehr gut. Geh bloß hoch. Oh weil. Die sind ein bisschen gefährlich, weil die nämlich Range-Schaden machen. Also die können halt ein bisschen in der Nähe, also wenn man denen zu nahe kommt, die greifen mit dem komischen Knüppel oder mit dem Arm da an. So, ja, jetzt muss ich mir irgendwie die Nacht überstehen. Den behalten wir. Ach ja, man kann jetzt auch die favorisieren. Das heißt, man kann hier oben sagen, gut, das wird jetzt favorisiert. Und das bleibt dann auch da. Ach, wir haben Eisen, das ist sehr gut. Eisen. Das kann ich mir basteln. Ah, das Auge. Also mir fehlt gerade ein bestimmtes Item, was wir auch noch hier bekommen. Autsch. Alles klar, hat sich geregelt. Nein, unser Guide ist tot. Es dauert auch viel länger jetzt im Expert-Mode zu spawnen. Ja, damit sind wir schon das erste Mal gestorben. Ich habe doch schon eine Weile nicht mehr gespielt, merke ich gerade. Was hat damit auch nichts zu tun. So, bis dahin. Hm, gut. Das Loch ist einfach zu groß. Ich muss da irgendwas mal machen. Aber nicht jetzt, sonst gehen mir die Zombies doch noch einen Keks. Und bam, fertig. Ich mach das erstmal so. Ah, falsche Richtung. Perfekt. So, es ist immer eine Zeit zum Warten. Ich war jetzt so gerade ganz ruhig, damit ich konzentriert darauf bin. So, Amboss haben wir jetzt auch. Wir brauchen aber noch einen Ofen. Kann ich nicht machen. Ich wette, uns fehlt ein einziger Stein. Der Guide ist jetzt auch nicht da zum Fragen. Mist. Oh hey, ich sehe ja gerade, wir haben Leben da unten. Das ist sehr gut. Können wir das hier reinschmeißen, das, das und das, das, die behalten wir noch auf, die Woodwall können wir mit reinschmeißen, fucking bleiben, so, obwohl, das können wir mitnehmen, der Hammer bleibt, das bleibt, die Steine lassen wir hier, so könnten wir eigentlich schon losrennen, aber die Zombies. Ich hätte da eine Idee. Wir könnten eigentlich ein bisschen versuchen zurückzukämpfen. Dürfen aber bloß nicht zu nah ran. Sonst tun die uns da mit den... Genau das meine ich. Wie komme ich da am besten ran? Pfeil und Bogen wäre jetzt auch durchzubauen. Vielleicht gehen. Wenn ich genug Abstand halte. Dauert halt ein bisschen länger. Aber nein, nicht reinbacken. Böse Zombies. Erster haben wir down.
Vielleicht kriegen wir da dann schon unsere Fessel. Wenn wir die Fessel haben, dann wäre es schon mal super. Dann hätten wir ein bisschen Verteidigung. Ist jetzt nicht so atemberaubend, aber die switchen hell. Dadurch. Ja, der kommt auch nicht an uns heran. Wir auch nicht. So könnten wir vielleicht sogar ein bisschen Zombies auf Trab halten. Wenigstens den einen da noch kriegen. Ist jetzt nicht viel Schaden, aber... Ja, ich bin gerade ein bisschen näher rangegangen. In der Hoffnung, ich treffe ein bisschen mehr, aber... hat sich nicht so gut gelohnt. Hm. Die Nacht müsste gleich vorbei sein, weil der Hintergrund ist wieder gut zu erkennen. Den haben wir. Das war jetzt nicht gut. Nein! Mhm. Die haben jetzt die Kohle. Stimmt, ich muss das Geld immer zurücklegen. Ja, aber hier ist das Problem, hier verliert man ziemlich viel Geld. Oh nein.